bei einer neuen Runde Dein Painting mit Franzi. Hier habe ich noch ein paar, wo ich painten muss, ein paar so kleine Stellen, die mache ich aber dann nachher alleine. Ich habe mit euch angefangen, das letzte Stück von diesen ersten Dreiteiler. Wer sieht hier unten das rechte Stück, hier angefangen zu painten. Und wie gesagt, die mache ich dann nachher alleine. Es ist nur noch ein bisschen, es ist jetzt nicht die Welt. Und suche mir natürlich dafür jetzt passende Farbe raus. Ich denke, ich fange erstmal mit der 5200 an. Das ist die geliebte Weiß. Ich glaube, das ist das reine Weiß. Falls ich jetzt was Falsches sage, sorry. Das Bild habe ich von der Kooperation mit Manach Zani. Alles dazu poste ich in die Infobox, wie immer. Da könnt ihr danach gucken, da poste ich dann auch den 10% Rabattcode. Den könnt ihr immer und immer und immer und immer und immer und immer, toll, jetzt habe ich einen Stein weggeschmissen, immer und immer und immer wieder nutzen. Und immer und immer und immer wieder. Und dann doch wieder. Ich bin froh, wenn ich den Teil hier auch geschafft habe, weil dann kann ich eigentlich mit dem Mittelteil anfangen. Es ist zwar echt dann extrem Konfetti. Ich habe das jetzt, ich weiß nicht, ob ich das schon im Video gezeigt habe, aber das ist im Gesicht, also an der Nase vom Tiger, ist dann schon wahnsinnig viel Konfetti. Aber hatte ich hier jetzt auch schon wahnsinnig viel Konfetti. Aber so ist es halt bei Schwarz-Weiß-Bildern. Unterschätzt keine Schwarz-Weiß-Bilder, Leute. Unterschätzt es einfach nicht. Es ist echt, es ist ein bisschen was. Aber dafür werden sie euch schön. Das ist mein zweites Schwarz-Weiß-Bild. Ich habe ja schon mal eins gemacht mit einer Blume. Da war da noch ein bisschen grün und rot dabei. Deswegen auch nicht wundern, wenn da mal so leichte rosa Töne dabei sind oder mal leichte Grüntöne oder sowas. Das gehört zur Schattierung einfach dazu. Ich hoffe, euch geht es allen soweit super. Bei uns ist momentan ganz komisches Wetter am Wochenende. Auch ist irgendwie total warm. Wirklich warm. Da habe ich dann mal echt extrem Migräne gekriegt. Und seit gestern regnet es wieder bei uns. Wobei Regen eigentlich für mich im Herbst hier normal ist. Ist ja kein Problem. Aber dieses extreme Schwanken von Regen zum totaler Wärme und dann wieder, ihr wisst, was ich meine, und dann wieder kalt und momentan regnet es nämlich auch wieder bei uns. Seht ihr, die 3 zieht sich jetzt bis da hoch. Das sind diese Schnurrhaare. Deswegen, wenn ich ein paar Stunden dran sitze, dann habe ich, ich klebe immer auf so ein Feld immer eine Nummer komplett durch. Deswegen, keine Ahnung, schaue ich in ein paar Stunden halt, je nachdem wie groß das Feld ist und so weiter und so fort, ich sage mal, ja, 4, 5 Farben. Da muss ich aufhören. Hat bei mir aber allerdings auch was mit der Migräne, mit meinen Augen zu tun. Ja, jeder, wie er es weiß, was ich mit den Augen habe, jeder, mich kennt, weiß, was ich mit den Augen habe. Und sonst an sich, wenn ich dann mal einen guten Tag habe, dann schaue ich auch, dass ich echt einiges gepainted kriege. Weil ich möchte diesen Dreiteiler auch fertig kriegen. Weil ich finde ihn so niedlich. Der Tiger, der ist ja auch süß. Ich habe jetzt von vielen noch gehört, die haben es als mit runden Steinen gemacht. Dass der im Dreiteiler eher mit runden Steinen bekannt ist, nicht mit
quadratischen, eckigen, wie auch immer. Das wundert mich ein bisschen. Aber ich mache sie hier mit eckigen. Und das wirkt halt dann. Also es ist halt wirklich so. Es ist nicht so, dass ich runde hasse. Ich mag sie halt nicht so. Ich mache zwar auch Bilder mit Rundschein, so ist es nicht. Ich kaufe mir auch Bilder mit Rundschein, wenn es mal so ist. Ist kein Thema, aber ich finde halt mit eckigen, es wirkt einfach anders. Aber es heißt jetzt nicht, dass ich sage, dass Bilder mit Rundstein ich hässlich finde. Also nicht falsch verstehen. Ja, komm schon hier, was ist denn hier los? Also nicht falsch verstehen. Ich habe auch einige mit runden Steinen noch daheim. Muss ich auch noch machen, wird auch noch gemacht, aber. Oh, jetzt regnet es aber Ärger. Manche Bilder haben halt Vorrang. Und die werden dann auch erst gemacht, ne? Huch. Und freut ihr euch auf Weihnachten? So auf die Zeit Schnee. Kalte. Ich liebe das Kalte, ja. Ich liebe es ja. So Minusgrade, das ist meins. So minus 15, 20 Grad. Ja, ich liebe es. Ich weiß, ich würde am liebsten nach Nordpol ziehen oder so. Und richtig an diese, ja doch Nordpol, richtig kalten Gegenden, das wäre so meins. Hört sich verrückt an, ich weiß, aber ich liebe es halt echt. Ich kann nicht verstehen, wie manche zum Beispiel in Urlaub fahren mit, keine Ahnung, 40 Grad und sagen, das ist wunderschön und das ist so toll und sich dann auch in der Sonne legen und so. Das ist für mich der pure Horror. Aber das war schon als Kind so. Ich habe den Sommer nie so gemocht. Das war immer bah. Ich fand immer die ekligste Jahreszeit. Aber manche finden halt im Winter die ekligste Jahreszeit, ne? Ja, ja. Aber nein, ich nicht. Ich mag den Sommer nicht. Und gestern das Live war ja auch witzig. Ich bin ja immer Dienstag 19 Uhr in unserer Dime Painting Family Gruppe in Facebook Live. Und gestern hatten wir auch gut Spaß gehabt. Und da habe ich auch viel gepainted gekriegt. Das ist der Wahnsinn gewesen. Da habe ich mich gerade erschrocken. Einmal steht die Lucy auf. Das vom Augenwinkel plus gesehen. Doof, dass es draußen regnet. Wir haben draußen nämlich noch Pellets stehen. Die müssten eigentlich rein. Aber so ein Sack wiegt 15 Kilo. Und ich glaube, das sind 66 Säcke. Also das ist schon ein bisschen was zu tragen. Aber man will ja im Winter auch einen warmen Popo haben. Warum sind hier überall Hundehaare? Habt ihr das auch? Hundehaare-Problem? Auf dem Bild, obwohl der Hund da gar nicht hinkommt? Das ist der Wahnsinn. Ich habe jetzt die Tage auch echt viel Schminkgeschenk gekriegt. Ich habe mal gedacht, vielleicht mal, keine Ahnung, euch das mal zu zeigen, aber ich muss mal erstmal gucken, was das alles ist. Da war ich ja auch ein bisschen beplext. Das ist eine halbe Tüte voll.
Soll mich da echt mal durchfuchsen, was das alles ist? Habe ich bis jetzt noch nicht. Naja. Ich mache jetzt mal hier unten weiter mit der A3. Ansonsten könnt ihr mir gerne auch mal schreiben, was ihr so paintet momentan. Was so euer Favoritenbild ist, also was ihr jetzt momentan macht halt. Ja. Das würde mich dann auch gerne mal interessieren. Was ihr so mögt. Ob ihr eckige oder runde mögt. Steine natürlich. Warum? Komm, kleiner Pups hier. Also nicht wundern, ich lege hier jetzt heute nur die 3, weil es ist echt viel, die 3. Die geht ja wirklich bis hoch ziemlich durch. Ist schon ein bisschen was. No. Nachher möchte ich, wie gesagt, die Seite fertig machen. Es ist echt nicht mehr viel. Es sind ein paar Symbole halt vereinzelt. Und dann hier weitermachen. Und dann ist der erste Teil von meinem Tiger, der Teil hier, komplett fertig. Ich bin jetzt in diesem Bereich. Und dann, bis hier geht es jetzt circa und hier die Nase. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gerade seht, die Nase. Die ist Konfetti. Könnt ihr mir auch mal gern schreiben, ob ihr Konfetti-Bilder mögt oder eher nicht. Ob ihr eher so große Flächen mögt mit einer Farbe oder eher nicht so oder eher halt so Konfetti-Bilder. Es gibt Leute, die mögen Konfetti-Bilder. Ist ja auch eine Herausforderung eigentlich, ne? Weil ich von der Qualität von dem Bild hier an den Stein bin ich ja sowieso total begeistert. Qualität ist top, Steine sind top. Also, das passt auf jeden Fall. Effekt. Es gibt auch Zeiten, da lege ich dann die Steine mit der Pinzette. Ich weiß, es gibt viele, die machen das ja wirklich mit Paint, mit Pinzette. Da habe ich echt Respekt vor. Ich finde, braucht man ja vielleicht, also meiner Meinung, da braucht man ja länger. Als wenn man mit den Stift paintet. Aber vielleicht ist das auch nur so. Weiß nicht, also ich kann zwar mit Pinzette painten, aber ich denke mal, wenn ich es jeden Tag machen will, dann hätte man auch eine Taktik wahrscheinlich, wo es ziemlich schnell geht. Das kann ja gut möglich sein. Lag nicht richtig. Warum lagst du nicht richtig? Denn hier jetzt los? Warum ist es hier jetzt rum? Keine Ahnung. Also gerade, ne? Das gibt's gerade nicht. Das gibt's nur bei mir. So.
Die sind auch was da. Das gibt es nur bei mir. Willkommen to the Freak Show. Na. Und ich wurde nicht, habe nebenbei ein bisschen im Fernseher an, weil ich alleine bin und sonst wäre es mir echt ein Tick zu ruhig. Also falls ihr den hören solltet, sind jetzt keine fremden Menschen da, die mit mir reden. Das ist der Fernsehen. Dass ihr da Bescheid wisst. Ihr da euch jetzt nicht denkt, was ist denn da los? Da ist nichts los. Wie gesagt, es ist echt viel, 5200 zu legen hier auf dem Bild. Ich denke mal, das größtenteils gelegt ist. Hier ist es aber, auf der Seite muss ich sagen, ist nicht so viel Konfetti wie auf der linken Seite. Also auf der linken war wesentlich mehr. Aber ich möchte es die Woche fertig kriegen. Muss ich mal gucken. Was habt ihr nebenbei immer beim Painten? Habt ihr den Fernseher an? Oder was macht ihr da nebenbei? Musik hören? Könnt ihr mir gerne auch mal in den Kommentaren schreiben. Weil ich brauche nebenbei irgendwie schon ein paar Geräusche, wenn es ganz ruhig ist. Ich mag das gar nicht. Weil wir, wie gesagt, schon ziemlich abseits wohnen. Also ohne Nachbarn und so. Und dann noch ganz ruhig. Das muss ich nicht haben. Das könnt ihr mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Ja. Aber heute liegt mir das Paint auch nicht so ganz. Kennt ihr das? Es gibt so Tage, da wird es einfach nichts. Fange ich lieber wieder an, die Steine einzeln zu legen. Wobei das halt echt wesentlich länger braucht. Aber dann wird es gerader. Gerader. So ist es, ne? Schmeiß die Steine weg. Warum auch? Wer braucht die schon? Wäre das Problem auch immer, dass die dann so hoch springen. Wer kennt das? Aber in die Kommentare. Franzi will heute einiges wissen. Franzi will's wissen. Kennt ihr das? Willi will's wissen? Das heißt, Franzi will's wissen. Ich werde jetzt bis da hoch machen. Ein Problem ist halt auch, ich sitze ganz anders da, als wenn ich jetzt hat. Für mich Painter, das ist dann immer ein bisschen anstrengender, finde ich, zu painten. Also wenn man so jetzt hat mit euch Painter, weil ich dann immer ganz anders sitzen muss, als wie wenn ich jetzt halt für mich selber painte. Wisst ihr, was ich meine? Ich lege mich dann meistens auf den Bauch und painte dann. Ich weiß, das ist verrückt. Aber das geht. Das geht wirklich.
Das geht nicht. Hätte ich auch nie gedacht, bis ich es mal echt probiert habe. Müsste auch mal versuchen, so im Liegen zu painten. Ihr braucht eine Unterlage, dann ist es klar. Dann nehme ich mein Lightpad für. Ja, sonst ist es zu weich und es gibt nach. Das ist nicht gut sonst. Also brauchst du schon eine, finde ich, eine feste Unterlage. Und ist bei mir halt das Lightpad. Das große. Natürlich. Wenn manchmal die Steine nicht konkret gerade liegen, das macht nicht immer was, die drücken sich dann sowieso gerade, wenn alle liegen. Also es kann schon mal sein, bei mir ist es ja auch ab und an mal, dass es nicht zu 100% gerade ist. Es ist jetzt nicht so dramatisch. Man soll schon schauen, dass es gerade ist, das auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Ich habe jetzt echt schon viele Bilder gemacht. Deswegen kann ich es euch sagen. Die gucken sich dann so ein bisschen gerade. Das heißt jetzt nicht, dass ihr dann extrem krumm painten sollt. Ne? Also nicht falsch verstehen. Wenn da mal ein bisschen schief ist, macht das nichts. Wenn es extrem schief ist, macht das schon was. Ne? Also nicht falsch verstehen, bitte. Nicht, dass ihr dann sagt, die Franzi hat aber gesagt, nee, 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 also, ne? Hab ich nicht. Okay. So, ihr seht ja, das Weiß geht noch bis da hoch. Ich kann es euch mal ein bisschen vom Nähern zeigen. Diesmal aufs Heil stellen. Hier, wie die 3 noch hoch geht. Also es ist echt nur, es ist viel Dreier. Und hier habe ich noch ein paar Lücken, wo ich machen muss. Und dann ist dieses wunderschöne Bild, der erste Dreiteiler. Also der erste von den 3 Teilen da. Der hier komplett fertig. Dann geht es damit los. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Über jeden neuen Abonnenten freue ich mich natürlich total. Und über jeden Kommentar und Daumen nach oben natürlich auch. Das ist ein Feedback von euch, dass euch das gefällt, was ich mache. Und bleibt bitte alle gesund, passt auf euch auf und bis bald. Tschüss, eure Franzi.